Herr Staatssekretär, ich möchte direkt anknüpfen an einem Stichwort, das Sie selbst genannt haben, nämlich Evaluation. Die gemeinsame Wissenschaftskonferenz verfügt ja über ein jährlich steigendes Forschungsvolumen, Fördervolumen. Inzwischen sind wir bei 15 Milliarden angekommen. Wenn wir in die letzten Jahre zurückschauen, dann ist das von 2005 bis heute gut eine Verdreifachung. Da muss man natürlich schauen, Forschung ist wichtig, aber es ist Steuergeld. Wir müssen auch fragen im Sinne der Steuerzahler, was kommt denn dabei heraus? Und da würde ich Sie gerne mal konfrontieren mit einem Artikel, den Ihr Vorgänger im Amt, Thomas Sattelberger, im Fokus veröffentlicht hat. Er kritisiert, dass beispielsweise beim 120 Milliarden Euro schweren Pakt für Forschung und Innovation, der bekannte ja von 2021 bis 2030 läuft, Zitat, ohne jegliche Output-Erwartung, geschweige denn ohne jegliche konkrete Verpflichtungen sei der geschlossen worden, soweit Ihr Vorgänger, Herr Sattelberger. Ähnlich sei man beim Hochschulpaktverfahren. Ich würde Sie gerne fragen, ist das so, was Herr Sattelberger hier sagt? Hat das seine Richtigkeit? Und wenn es denn so stimmt, halten Sie das für einen verantwortlichen Umgang mit Steuergeldern? Ich würde dann gerne noch mal fragen, was denn Ihrer Meinung nach vielleicht Kriterien sein könnten für den Erfolg der Förderung. Mit Blick auf die Patente können wir ja feststellen, dass nur 1,9, also knapp 2% aller Patentanmeldungen aus Deutschland auf den Bereich der Hochschulen bzw. der angegliederten Einrichtungen zurückzuführen sind. Hier stagniert es auch, was vielleicht ganz erfreulich ist, dass die Hochschulen, auch angewandten Hochschulen in Ostdeutschland hier extrem erfolgreich sind. Die TU Dresden führt merkwürdigerweise diese Liste an, also nicht mehr beispielsweise das KIT in Karlsruhe. Auch Ilmenau ist vergleichsweise erfolgreich, wenn man in Betracht zieht, dass es sich um eine sehr kleine Einrichtung handelt. Also ist hier erwogen worden, mal genau hinzuschauen, was die ostdeutschen Hochschulen hier vielleicht besser machen, sodass man da von Ihnen auch lernen kann. Könnten Sie sich vorstellen, dass möglicherweise weitere Kriterien noch herangezogen werden könnten, wenn wir uns beispielsweise die Veröffentlichungen in einschlägigen Wissenschaftspublikationsmagazinen anschauen? Hier müssen wir leider auch feststellen, dass die Publikationen, die jetzt von der deutschen Seite beigesteuert werden, im Zeitraum von 2018 bis 2019, also in den letzten Jahren, eher rückläufig sind. Also offenbar hier andere Länder auch die Nase vorne haben. Also das würde ich gerne mal wissen. Wie passt das zusammen? Die Steigerung des Fördervolumens um gewaltige Summen, aber andererseits doch ein Output, der zu stagnieren scheint. Kollege Frömming hat noch mal gefragt nach der Output-Orientierung. Da würde ich schon zustimmen. Ein paar Dinge, die Sie genannt haben, sind durchaus relevant als Output-Faktoren, aber bei weitem nicht die einzigen. Das ist ja durchaus auch eine übergreifende Debatte, die wir führen, wie man denn wissenschaftliche Qualität und Output messen kann. Aber Sie sehen ja schon an der sehr starken Orientierung, die wir als neue Koalition, als Bundesregierung in dieser Legislaturperiode auf die anwendungsorientierte Forschung legen und gerade auch auf das Thema Transfer, dass uns diese Punkte sehr, sehr wichtig sind. Und das ist natürlich in all den Programmen und Vereinbarungen, die wir aktuell verhandeln und die auch in Zukunft anstehen, ein wesentlicher Faktor. Ich möchte jetzt seitens der aktuellen Bundesregierung nicht im Detail nochmal Vereinbarungen aus früheren Legislaturperioden nochmal bewerten. An der Stelle hier die Diskussion haben wir ja auch im Ausschuss in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv diskutiert. Uns ist nur wichtig, dass überall da, wo es Vereinbarungen gibt, wir natürlich zu diesen Vereinbarungen den Ländern gegenüber auch für Erwartungs- und Planungssicherheit der Hochschulen dazu stehen, aber insbesondere diesen Fokus in neuen Vereinbarungen stärker als in der Vergangenheit in den Blick nehmen.